Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es soweit. Heute nach 10.000 Jahren werde ich mir endlich die geliebte Spinne holen. Und ich kann euch jetzt schon mal zeigen, wie viele ich habe. Es sind genau 99, mir fehlt noch eine Spinne. Und die werden mir jetzt die zwei zeigen, wo die ist. Und ja, da habe ich einfach gedacht, ich nehme euch jetzt mal dabei mit und zeige euch einfach so die Reaktion, die ich dann vor mir gebe, keine Ahnung. Aber ich meine, ich finde dieses Quieken von denen total süß, ne? Und oh mein Gott. Ich würde einfach sagen, los geht's und wir holen jetzt die letzte Spinne aus diesem Spiel. So, und zuallererst, ja, da oben ist die Spinne, habe ich jetzt so mitbekommen. Und ich war tatsächlich noch nie in diesem Baumhaus. Heißt, ich werde auch heute zum allerersten Mal in dem Baumhaus drin sein. Und ich weiß auch nicht, warum ich da noch nie drin war, aber ja gut. Kommt ihr auch erstmal mit und wir werden das Geheimnis entlüften. Hier ist ein Stern, was? Als ob hier ein Stern... Ja, moin. Oh, Leute. Oh mein Gott, seht ihr das? Oh mein Gott, seht ihr das? Hier ist einfach irgendwo die Spinne. Warte mal. Hä? Also hier ist schon mal der Schatten einer Spinne. Die Frage ist aber jetzt... Warte mal, ich muss mal kurz tonlaut machen. Hört ihr das? Oh mein Gott. Hä, aber die Spinne ist... Von wo ist... Hä, wo ist die denn? Oh mein Gott, da ist sie. Oh mein Gott, das ist die letzte Spinne, die ich brauche. Oh mein Gott. Aber ich finde das gerade irgendwie voll süß, dass hier der Schatten ist. Weil ich hätte es sonst echt nicht herausgefunden, ne? Und, gut, dann haben wir jetzt quasi einen Stern und eine Spinne gefunden, ne? Oh mein Gott, da umhockt sie einfach. Oh mein Gott. Also, ich liebe einfach diese Spinnen hier im Spiel, die... Hört ihr das? Ich mag es einfach. Ich würde sagen, wir sammeln erst den Stern ein. Und jetzt die Spinne. Und... Oh mein Gott. Ich hab sie! Ich habe alle 100 Spinnen in diesem Spiel gefunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei, ich habe echt keinen Plan, wie der Typ heißt, aber auf jeden Fall beim Spiegelsumpf gehen wir jetzt gleich hin. So, wir sind jetzt im Mondsichel angekommen, so. Also, Spiegelsumpf war komplett falsch, aber... Leute, es ist soweit. Ich kann mir die Spinne holen. Ich kann mir einfach die Spinne holen. Ich freue mich gerade übertrieben, weil... Oh mein Gott! Hayden, genau, Professor Hayden war das. Mit der guten Altbeherzer. ich habe auch schon... Also, ich glaube, ich werde einfach meine Spinne Albertina nennen. Also, keine Ahnung, aber... Oh mein Gott, guckt euch das mal an, das ist so süß. Und, oh mein Gott. 98, 99, 100, 100 Spinnen. Alberta, siehst du das? All deine Kinder sind wieder zu Hause. Bist du jetzt nicht eine stolze Mama? Haha, natürlich bist du das. Ich sehe ja, dass du vor lauter Freude durch die Gegend springst. Ich könnte mich beinahe dazu durchdrehen, als stolzer Großvater... ein wenig zu lächeln. Schlutz. Kate, dir was? Kate, dir ist das vielleicht aufgrund ihrer gefassten Haltung nicht aufgefallen. Dass Alberta hatte... Was? Aber Alberta hatte die ganze Zeit solche Angst. Sie weiß gar nicht, wie sie dir danken soll. Oh mein Gott! Spinnenhaustier, oh mein Gott, wir kriegen ein Haustier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, warte, haben wir die jetzt? Nee. Jetzt haben wir die gleich. Oh mein Gott.
Albert und all ihre kleinen Lieblinge lieben dich so sehr für alles, was du für uns getan hast, für sie getan hast. Da du dein Wissen und Mitgefühl so eindrucksvoll unter Beweis gestellt hast, hat Alberta beschlossen, dir die Partnerschaft zu ihren Kindern zu übertragen. Oh mein Gott, was für eine große Ehre. Eines ihrer kleinen Lieblinge hat sogar beschlossen, dich auf deine Reise zu begleiten. Ich erlaube das nur, weil du eine große ein großes Verantwortungsbewusstsein gezeigt hast. Und zu guter Letzt, aus tiefstem Herzen, danke von mir und Alberta und all den Kleinen für alles, was du für uns getan hast. Bah, jetzt schau doch, ich bin ja voller Dankbarkeit. Das dürfte jetzt bis zum Ende des Jahres reichen. Auf Wiedersehen, Kate. Passt gut auf meine kleinen Enkel. Passt gut auf mein kleines Enkelkind auf. Oh mein Gott, ich hab eine Spinne. oh mein Gott, ich hab einfach eine Spinne. Warte, wo ist die? Hallo? Spinne? Ei, oh Gott, hier. Ach so, ja. Oh mein Gott. Also, ich will nichts sagen, aber irgendwie, die versteckt sich ganz schön. Aber oh mein Gott, schaut euch das mal an. Ich habe eine Spinne. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, die macht auch die Geräusche. Ich bin so verliebt, ne? Schaut euch dieses Prachtding mal... Hallo? Gehst du mal an Seite? Schaut euch mal dieses Prachtexemplar an. Oh mein Gott, diese Augen. Leute, ich hab... Vor allem, die passt gut zu meinen Haaren. Oha. Voll pinke Style hier. Oh mein Gott. Also, ich freue mich gerade übelst. Ich glaube, niemand hat sich so hart gefreut wie ich, weil... Oh mein Gott, die Reaktion. Ich würde sagen... Vielen Dank, dass ihr mich quasi auf diesem Wege begleitet habt. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in den kommenden Videos oder vielleicht auch Streams mit mir und dem kleinen Fratz hier. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.